Warum wollen Freunde nur ständig an deinem Leben teilhaben? Reine Selbstsucht, nichts weiter. Ich hatte doch Randy und Jackie bei der Scheidung geerbt. Oh mein Gott, seine Ex-Frau. Die Spannung tut körperlich weh. Tu was dagegen. Sag was, egal was. Bananarama. Hat dich dein schnelles Reaktionsvermögen unter Druck Mediziner werden lassen? Aber ihn hättest du als Assistenzarzt mal hören sollen. Warum wollte ich nur Arzt werden? Nun, zum Glück haben sich seine Zweifel inzwischen gelegt. Ich nehme an, da du dir schon alles andere unter den Nagel gerissen hast, bist du nun auf meine Selbstachtung aus. Aber da muss ich dich leider enttäuschen, mein Schatz. Die hat sich schon deine Mutter gekrallt, als sie mich anflehte, dich zu heiraten. Oh, ich hätte gar keinen Platz dafür, da ja schon deine Eier in meinem Trophäenschrank stehen. Oh, weia. Du gewinnst, ich geb mich geschlagen. Ciao, ciao. Hör zu, Flachzange. Ich breche immer die Laschen aus meinen Videokassetten, damit sie auf gar keinen Fall überspielt werden. Also, Hete, sag mir nicht, dass du die Kassette benutzt hast, die in der Kamera war. Bananarama. Also, mit anderen Worten, es gibt keine historische Aufzeichnung von der Geburt des Kindes meiner Freunde? Naja, ich finde, das Baby an sich ist doch der lebende Beweis für seine, naja, Geburt. Du weißt nicht, was du mir angetan hast. Meine Ex-Frau wird mir das so ausgiebig um die Ohren hauen, dass ich wahrscheinlich nie wieder die Sonne zu sehen kriege. Und ich mag die Sonne, Judy. Sie gibt mir Hoffnung. Ich war dabei. Wissen Sie, ich könnte durchaus ein paar meiner Gefühle und Eindrücke niederschreiben. Wenn er richtig sauer auf mich wäre, hätte er mich erstmal zusammengebrüllt. Lüg dir nicht in die Tasche. Ich bin sogar mordsmäßig sauer auf dich. Oh, nein, wehe, du machst das nochmal. Böse Flachzange. Ganz böse, ganz böse. Zumindest darf ich jetzt nach Hause.